Hey, ihr Geisterjäger, na? Wie geht's euch? Bock auf ein bisschen Geisterjagen in Tokio? Jawohl, ich auch. Oh, das war doof. Wieso konnte ich ihn jetzt anvisieren und nicht vorher? Naja, egal. Leute, ich glaube, ich habe das Artefakt gefunden, was wir beim letzten Mal gesucht haben. Das ist hier oben. Und zwar hier. Tada! Was ist das? Genau. Ein Haguita, ein länglicher, kunstvoll verzierter Schläger zum Spielen von Hanetsuki. Ich weiß nicht genau, was Hanetsuki sind. Das könnten diese japanischen Saiteninstrumente sein. Ich kenne sie als Shamisen. Es kann aber auch was völlig anderes sein. Nur dieser Schläger erinnert mich tatsächlich daran, weil die Shamisen auch mit so einem Schlagfächer gespielt wird. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe richtig Bock, hier ein bisschen weiterzumachen. Und wir haben ja auch jede Menge vor. Wir haben vor allem sehr, sehr viele Nebenquests zu machen. Wir werden jetzt nicht jede Folge Nebenquests machen, aber so ab und zu. Ach, guck mal, wir haben auch Fertigkeitspunkte. Das ist natürlich geil. Da gucken wir direkt mal, was wir machen können. Windwebentempo erhöhen. Was sagt ihr? Windweben ist sowieso unser Lieblingszauber eigentlich, weil der am vielseitigsten ist. Ich würde sagen, wenn wir davon ein bisschen schneller weben können, ist das gar nicht verkehrt. So, was haben wir hier? Haltestelle im Nichts. Das klingt doch ganz cool, das Versteckspiel. Gut, an die Arbeit. Das gucken wir uns mal an, ne? Ja, die Gleitenfähigkeit ist schon super nützlich. Geht ab. Die Musik hat sich verändert. Okay. Nichts Wichtiges. Nur Hanya, der wieder eine Bierzeltrede hält. Warum? Oh. Merkwürdiges Verschwinden. Vielleicht ist die Verderbnis die Ursache. Ich hoffe nur, sie kommen alle wohlbehalten zurück. Okay, was sollen wir machen? Finde die Ursache für das Verschwinden. Okay, wir folgen mal der grünen Linie. Die führt meistens in die Nähe oder gar ans Ziel von den Nebenmissionen. Wo denn? Oh. Ich mag die Schocktalismane immer noch am liebsten. Den holen wir uns. Der ist leichte Beute. Der Rest wird wahrscheinlich an uns angreifen jetzt. Ist einiges los auf der Kreuzung. Ah ja, gut, die Kreuzung ist riesengroß. Klar gibt es hier viele Geister. Okay, genug rumgespielt. Wir gucken mal nach den versteckten Kindern. Hier scheint es auch noch ein Relikt zu geben, ne? Hui. Was ist das? Ah, ach, Was guck mal das an. wohl ist? Ach, da haben wir es schon. Guck mal, japanischer Nashornkäfer. Dieser Käfer ist bei Kindern aufgrund seines schillernden Panzers und des auffälligen Horns sehr beliebt. Rein zufällig direkt das Artefakt gefunden. Ah. Ja, klar. Klar, bin eine Maschine im Verstecken. Ich spiele das immer mit meinem Neffen. Glaubst du, der hat was mit den verschwundenen Kindern zu tun? Oder er ist selbst eins der Opfer.
Guter Punkt. Wie auch immer, wir sollten uns das mal ansehen. Ja, und mein Neffe, wenn er sich versteckt, dann, also es geht immer darum, dass man dann rufen soll, Hänschen piep einmal, und er macht es dann auch sofort, auch super deutlich und laut, sodass man ihn sofort findet eigentlich, weil er findet das total toll, weil man ihn schnell findet. Es geht ja eigentlich darum, dass man sich lange verstecken kann, ohne entdeckt zu werden, aber er findet das genau andersrum cool. Ja, so, hoffen wir mal, dass wir mit dem Geisterjungen hier ähnlich viel Glück haben, dass der auch draufsteht, wenn man ihn schnell findet. Wir könnten demnächst wieder mal ein paar Katashiros abgeben. Aber wir haben beim letzten Mal erst Nachschub gekauft, können jetzt 50 lagern. Sobald müssen wir sie natürlich nicht abgeben. Jedes Mal verirre ich mich hier. Ich fahre nicht mehr mit dem Zug. Für mich ist das kein Problem. Geisterduell im Zug. Ist bestimmt auch cool. Auf engstem Raum gegen die Geister-Ladies kämpfen. Aber es geht. War leichter als gedacht. Aber stellt euch mal vor, hier ist so ein Panzer von Geist gegen uns, den wir nicht so leicht ausschalten können. Auf engem Raum ist so ein Gegner extrem gefährlich. Das wäre mal eine Herausforderung. Noch ein Relikt. Was ist das denn? Hä? Heute läuft's aber. Tragbarer Kassettenspieler. Cool. Können wir irgendwann auch mal wieder welche abgeben? Ach. Ach was, guck an. Schlingel. In der Fotobox. Diese Runde haben wir wohl gewonnen. Ich hatte schon ewig nicht mehr so viel Spaß. Yay. Lass uns irgendwann wieder spielen. Absolut, jederzeit. Oh, er hatte wohl doch nichts damit zu tun. Er wollte also einfach nur Spaß haben. Ja. Das hat jetzt keine Lösung in dieser Geschichte gebracht. Das war einfach nur die persönlichen Belange von einem Geist erfüllen. Ramun-Bonbons. Okay. Machen wir Schnellreise. Das hier machen wir als nächstes. Der blutrote Mond. Das verborgene Untergeschoss. Ey, das klingt gut. Das hört sich gut an. Kommen wir vielleicht in so eine Art Herrenhaus? Machen direkt noch eine Nebenquest, ja? Ich finde, ich habe gerade einen Lauf. Man muss natürlich schon sagen, dass die Nebenquests von ihren Geschichtchen her allermeistens nur so ein bisschen Makulatur sind. Die haben jetzt nicht wirklich viel zu bieten, ja? Tiefgründiges Storytelling oder so. Sucht man da teilweise schon vergebens. Boah. Es soll halt auch verdeutlichen, wie, ja, in was für Problemen die ganze Stadt steckt. Nicht nur wir, auch die, natürlich alle Bewohner von Shibuya. Ey, komm, wir gehen mal kurz zu dem Katzenautomat hier. Vielleicht können wir ein paar Relikte abgeben. Hallo. Nee. So rum. Ja. Dann gibt es 3 neue Katashiros. Und es gab schon einen Kamerafilter für den Fotomodus. Den ich ein bisschen sinnlos finde, aber ja, es geht eigentlich. Jedes Spiel, das optisch einen gewissen Anspruch hat, ist es ja eigentlich wert, wenn man da Fotos macht. Wow. So gut ich mich um die 2 Mädels gekümmert habe, so schlecht habe ich eben mit ihr gekämpft. Aber mittlerweile brauchen die ja echt nur noch 4 Treffer mit dem Wind.
Ist hier ein Busbahnhof? Man sieht auch so selten einen Busbahnhof in Spielen, oder? Faszinierend. Ich feiere diesen Busbahnhof gerade total. Oh, hallo. Wisst ihr, dass das Gebäude vor einiger Zeit umgebaut wurde? Ist das unsere Quest schon? Alles ist jetzt oberirdisch. Die Sache ist nur, es hat mal einen Keller gegeben. Vor dem Umbau. Richtig. Das ist ein ziemlich bekannter Mythos in der Gegend. Da soll eine in Rot gekleidete Monsterfrau gewesen sein oder sowas. Super. Ja. Und es heißt, es gibt immer noch eine Treppe, die in den Keller führt. Man muss nachts alleine durch das Gebäude gehen. Dann findet man eine Treppe, die normalerweise nicht da ist. Hm. Das Ding ist nur, niemand, der da runterging, kam je zurück. Ich weiß, wovon ich rede. Mein Freund ging danach suchen und kam nie wieder raus. Hm. Vielleicht sollten wir uns das mal ansehen. Ja. Echt jetzt? Das ist doch nur ein Mythos. Ansammlung menschlicher Gefühle sind die Quelle der Verderbnis. Wenn ein Mythos so bekannt ist, ist er auch mit starken Emotionen aufgeladen. Lässt man sie zu lange gären, kann dabei nichts Gutes rauskommen. Hm. Okay, das ist ja eigentlich mal genau meine Kragenweite. Vielleicht kommt jetzt auch mal ein bisschen Grusel auf. Gucken wir mal. Und hier ist noch eine Nebenmission. Okay. Nehmen wir gleich noch eine mit. Ist da KK? Das hoffe ich doch sehr. Ja. Ed, noch eins seiner Diktiergeräte. Ich muss mehr über die Lage Shibuyas erfahren. Könntest du dieses kuriose Mondphänomen untersuchen? Ich versichere dir, es ist äußerst wichtig. Der Blutmond? Dazu brauche ich verschiedene Daten. Du musst Messwerte an mehreren Standorten auslesen. Ich habe die Ausrüstung schon vorbereitet. Im Schließfach hinter dir, 252. Hm. Ich zähle auf dich. Jawohl. Wow, der kommandiert gerne rum, was? Ja, das ist Ed. Hm. Aber wenn er so darauf besteht, muss es wichtig sein. KK gibt doch genauso gern Kommando. Ja, das hättest du wohl gern. Hey, gibt's ne? Ach, hier gibt's nur Essen. Ja, komm, kosten nur 1000. Die geben ja mal richtig viel live. War was Gutes dabei? Ich tausche die gleich mal aus. Die Heilgegenstände gegen das neue Essen, was wir gerade gekauft haben, weil das viel Leben regeneriert. So, wir haben zwei Nebenmissionen aktiv. Warte mal. Ich will erstmal das verborgene Untergeschoss machen. Wo müssen wir denn da hin? Soroban. Das verborgene Untergeschoss. Finde den Eingang zum Keller. Ach so, da ist ja auch die Markierung. Das ist die, oder? Was ist das für ein Teil? Wahrscheinlich so eine Art Messgerät. Schnall's dir einfach an den Arm. Jetzt brauchen wir nur noch freie Sicht auf den Mond. Vielleicht auf ein Dach. Das machen wir gleich. Ich würde ganz gern erstmal das Untergeschoss finden. Überlass das dem Profi. Danke. Ist viel einfacher, wenn KK das macht. Okay. Kohle ohne Ende. Ja. Hier ist der... Ja, genau. Ich dachte erst, es wäre der Missionsmarker für den Mond, aber nee. Das ist unser Ding hier. Wie der Geist sagte, such nach einer Treppe nach unten, die eigentlich nicht... Warte. Ich spüre hier... Ich habe es jetzt schon gefunden. Bingo. Ich bin einfach nur drauf zugelaufen und habe es schon gefunden. Also das ist schon teilweise echt lustig. Der Eingang verborgen. Lustig leicht. Hi. Warum bin ich nur hier runtergegangen? Fährt schnell um, solange ihr noch könnt. Und
jetzt zu unserer Frau in Rot. Verzeihung. Kann nicht behaupten, dass ich mich darauf freue. Die Frauen in Rot sind knallharte Gegner. Aber das kriegen wir schon hin. War das eine Frau? Was zur Hölle? Tja, jetzt geht's wohl nur noch vorwärts. Du und dein ungetrübter Optimismus. Die Frau in Rot hat hier unten das Sagen. Wenn ihr sie erledigt, können wir alle vielleicht... Das kriegen wir schon hin, mein Freund. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die noch Verstärkungscreeps dazu holt. Weil hier ist viel Platz. Aber ganz ehrlich, gegen die Blitztalismane kann die gar nichts ausrichten. Okay, perfektes Blocken verbessert. Jetzt wollte ich mal die Nudeln anwählen. Die muss man ja auch erstmal wieder finden. Da. Perfekt. Ist das eine Einladung? Möglich. Such weiter. Sie könnte uns beobachten. Okay. Das ist geil, oder? Das ist eine Nebenmission, wie ich sie mag. Das ist so eine Pachinko-Halle, glaube ich. Hätte nicht gedacht, dass es wahr ist. Super. Kein Wunder, dass nie jemand von hier zurückgekehrt ist. Ja, ich bin der beste Schütze. Shit. Besiegt. Gute Arbeit. Jetzt können ihre Opfer endlich ruhen. Wow. Ey, das perfekte Blocken hat aber echt viel gebracht. Mit dem Buff. Wusste ich's doch. Der Mythos hat den Ort erschaffen. Das ist möglich? Ja. Geil. Schlimme Gerüchte ziehen oft negative Energie an. Ein Wimpernschlag und es wird zu Verderbnis. Quasi Klatsch und Tratsch, der sich selbstständig macht. Jetzt können die, deren Blut sie vergossen haben, in Frieden ruhen. 10.000 Maika? Eieiei. Hammer. Ich bin frei. Das nur, weil ihr wusstet, was zu tun war. Ich würde sagen, wir labern die alle an, dann können die alle gehen, wenn es hier noch mehr gibt. Ne, das war's schon. Es war tatsächlich nur eine kleine Pachinko-Area. Sollen wir? Ja, komm. Thank you.
Okay. Ja, dann gucken wir mal nach dem Blutmond, würde ich sagen. Gehen wir mal in die Richtung. Wahrscheinlich müssen wir... Gute Kombis, Kleiner. Wahrscheinlich müssen wir einfach nur aufs Dach. Das war gut. So viele Leute. Noch mehr? Ach, da oben. Okay. Hm? Geben wir noch ein paar Geister ab. Sind ja richtig viele geworden jetzt. Tschüss. Hallo? Geister gerettet. Oh. Damit könntest du ein ganzes Stadion füllen. Mhm. Ich kann sie regelrecht jubeln hören. Habe ich da was von? Gibt's eine kleine Belohnung? Es gab sehr viele XP. Langsam hast du den Dreh raus. Gut, die hätten wir... Die haben wir jetzt eh bekommen, weil wir so viele Geister abgegeben haben. Komm, wir erhöhen mal ein bisschen die Essenskapazität. So. Nutze es weise, schön. Kleiner. Da müssen wir irgendwie hoch. Sieht ziemlich hoch aus. Lass uns raufgehen. Mit Tengus oder wieder zu Fuß? Ich würde Tengus vorziehen, wenn ich ehrlich bin. Das spart ein bisschen Zeit. Ja. Das ist genau das, was ich mag. Da ist noch einer. Die Reichweite für die Tengus könnte ruhig ein bisschen größer sein. Aber dann wäre es auch zu leicht, ne? Boah. Ja, da komme ich nicht so schnell hoch. Der Tengu hier ist relativ nutzlos. Ja, wir müssen vielleicht doch wieder mit dem Aufzug machen. Ich komme ja so auch erstmal ein ganz gutes Stück nach oben. Ne? Aber man hört die Tengus. Hier gibt es weiter oben mit Sicherheit noch einen. Ja. Sehr gut. Den müssen wir nur ein bisschen abpassen, dann kommen wir da hoch. Ja, ja, ich hab's schon gesehen. Ja. Na. Düster scheint es hier oben zu gefallen. Hier sind ja einige. Ja. Dümmste Kletteranforderung ever. So. Aufwärts, aufwärts, aufwärts. Hi. Wow, sind es viele. Noch höher. Schön unten bleiben. Robin Hood. Helden in Strumpfhosen.
keine Pfeile mehr. Gib, gib, gib. Okay. Da ist ein Leiter. Jetzt ist er auf Anhieb hochgegangen. Guck mal, jetzt sieht man auch die Spiegelung im Wasser. Aber im Spiegel spiegeln wir uns komischerweise nie. Da wären wir. Und was jetzt? Benutzt das Messgerät. Richte es auf den Mond. Wie denn? Wie denn? Ja, keine Ahnung. Richtet das Messgerät... Ach so. Richte das Gerät auf den Mond, um ihn zu analysieren. Er hat mir auch mal so ein Gerät gebaut. Zur Beobachtung von Tenge. Deswegen habe ich da so eine Ahnung. Beobachtung von Tenge? Okay, das sollte klappen. Und weiter geht's. Na gut, das müssen wir noch zweimal machen. Okay, ich nehme auch alles zurück, was ich über Nebenmissionen gesagt habe. Es gibt Nebenmissionen, die teilweise wirklich Zeit brauchen und die auch ein bisschen mehr von einem verlangen als stumpes 10 Schritte weit laufen und ein Katashiro einsammeln oder so. Hi. Relikte? Nee, aber Pfeile. Sehr gut. Was war das? Dickicht-Talisman? Ach, die haben wir schon. Hast du mir was Nettes mitgebracht? Nein, du brauchst nichts. Du brauchst nichts. Das ist genauso wie... Willst du auch Pommes haben? Nein, ich esse deine. Ah, guck mal. Ah. Oh, Wasser, oder? Nee, Windkapazität. Ja, ist auch gut. Alles klar. Lass uns jetzt bloß nicht im Stich. Alles klar. Sehr gut. Ah. Heldensache ist echt harte Arbeit. Hm. In der Tat. Katzen? Katzen sind leider nicht ganz so hilfsbereit wie Hunde. Hier im Spiel. Meiner Erfahrung nach. Da ist ein Tengu. Perfekt. Die Distanz. Der nächste. Ist nicht so nah. Dann fliegen wir mal darüber. Da ist doch einer. Ups. Ne, der will uns irgendwie nicht. Gehen wir halt so rüber. Gut. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. In der nächsten Folge machen wir weiter mit dem Mondprojekt. Projekt Blutroter Mond. Bin gespannt, wie das ausgehen wird. Aber ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und lasst ein Abo da. Haut rein.